Das ist jetzt einfach ein Highlight mit der Kali aus dem Warnflug, mit der RC14 auf dem Ausrückring. Der Karl Drucks entdruckt natürlich Schano, der hat auch nicht vergessen, wie das Ganze geht. Jetzt kommt Andi Kobler, der Winter auf der 600er Kala. Jetzt der Sengelhofer, unter 32, Stana. Aber so, hier mit der 4, mit der Ranzola auf der 250er Kappe. Unterstart Nummer 12, Manfred Steiner, der Deutsche, mit der 30, hier ist August Gustlauer, mit der gewidmet oder zitiert von Giacomo Agostini und da sind sie schon wieder. Paul Brugge hat der erste 45, der Nachfolger von der legendären Honda NC, der RC30, der Andi Kofler natürlich mit seiner 600. Jetzt Troy Feilis mit der Nummer 11 auf Troy Corsa, Gottes Willen. Richtig an hier und schauen wir mal, wie gleichmäßig das werden wird. Ja, genau, wie gleichmäßig wird. Habe ich ein ganz interessantes Fahrzeug mit 250er. Die Lastkette dann wieder in den Flüstern irgendwo. Zeigt nochmal kurz, heute ist wieder aus der Busrad dabei. Die Nummer 2 haben wir den Bigert Marco auf einer RC189 geliefert. Dann haben wir eine wunderschöne Kultur mit ihm dabei. Ja, das ist ja auch Sammels. Und da darf er auch ein Mammelgattesfest unterwegs hier, ein Kali-Drucksfest, der mehr bieten kann. Da war der Startpreis da, der folgt von Mika Kalio, jetzt schnellste Rennrunde für Troy Corsa. Troy Corsa und dann nur 2 Zehntel dahinter hat der Kawasaki Andi Kofler.